Da sind wir wieder zu einem neuen Part von Final Fantasy 13. Wir alle hier sind zu Lushi geworden, haben eine Bestimmung, die mit Ragnarök zu tun hat. Ja. Snow und Lightning hatten sich letztens wieder etwas in der Wolle. Wir haben das jetzt mit dem Crystarium und würden mal sagen, wir laufen rein in die Gegend und holen uns Punkte. Und, was ich im letzten Part sagen wollte, wozu ich nicht mehr gekommen bin. Das hat was mit Hope zu tun. Ich wollte nämlich im letzten Part was zu Hope sagen. Ich hatte ja gesagt, viele werden jetzt denken, oh Gott, Hope ist so nervig, er sollte sich nicht anstellen und so. Und da wollte ich ja sagen, da hatte ich ja, glaube ich, schon angefangen zu sagen, er ist noch jung. Und, ich habe ja das Buch von Final Fantasy 13 und ich war ein bisschen neugierig, habe da schon mal ein bisschen reingelesen gehabt und so. Und, habe mir jedenfalls am Anfang mal die Charakterbeschreibung ein bisschen durchgelesen. Falsche Richtung, Lacey. Und ja, ich habe eben mal ein bisschen reingelesen, habe erfahren, dass Hope erst einmal 14 ist. Und da kann man... Boah, Gott, wie laufe ich denn hier? Ich laufe wie besoffen, Entschuldigung. Gibt es hier zum Einsammeln irgendwas? Jetzt haben uns die Gegner entdeckt. Ach Gott. Irgendwie hakelt meine Steuerung gerade etwas. Ebenfalls, Hope ist erst 14. Er ist wirklich noch ein halbes Kind. Und er ist eben mit der ganzen Situation überfordert. Weil zum einen hat er jetzt erstmal seine Mutter verloren. Und jetzt ist er ein Lushi geworden. Hat eben total Angst. Und da kann man eben schon verstehen, dass er so in eine gewisse Panik verfällt. Man kann es ihm nicht böse nehmen, weil ich sehe den Aspekt, dass er eben noch ein halbes Kind ist und... versetzt euch so ein bisschen mal in diese Lage. Ihr werdet jetzt... Alter, wieso komme ich hier nicht hoch? Alter, jetzt. Also man muss sich wirklich so ein bisschen mal in diese Lage versetzen, weil wenn man selber mal in dem Alter ist, dann... Doch, man kann es schon verstehen, dass er dann so in diese gewisse Panik verfällt und hier ist nichts. Ja. Ja, Snow hat schon recht. Wir haben jetzt diese Kraft eines Lushi. Warum ich fürs Gut einsetzen? セラはクリスタルになった。クリスタルになったってことは使命を果たしたんだ。コクーンを守るのが使命ってこと。セラも俺たちも同じファルシにルシーされた。じゃあ使命も一緒に決まってる。俺たちは世界を守るルシでラグナロクと戦うんだ。ルシが通るだろう。通ってねえよ。グダグダじゃねえか。ファルスのファルシはコクーンの敵で俺たちルシはその手先だ。 多分使命は守るの逆さ。じゃあセラも敵だってのか。俺は認めねえぞ。この力でコクーンを守ろう。一緒に戦って使命を果たせ。何が使命だ。ファルシがセラを奪ったのにその命令に従うのか。お前はファルシの道具か。両手を頭の後ろで組め。
Lightning wirkt frech und wir hauen den Typen jetzt einfach mal eine auf die Schnauze. Ah, und wir kriegen ja ein Tutorium. Yay, jetzt können wir doch meine Stärke lesen. Im Kampfmenü können Fertigkeiten manuell ausgewählt werden. Die Auswahl erfolgt mit dem Steuerkreuz und der A-Taste. Am oberen Bildschirmrand werden Erklärungen zu den Fertigkeiten angezeigt. Wähle Menüpunkt Fertigkeiten auswählen. Lightnings ADB-Balken hat sich um einen Abschnitt verlängert, sodass ihr nun drei ADB-Balkenabschnitte zur Verfügung stehen. Dadurch dauert es zwar länger, bis der ADB-Balken vollständig gefüllt ist, doch Fertigkeiten können bereits bei nur teilweise gefüllten ADB-Balken ausgeführt werden. Sobald gedrückt wird, werden alle Fertigkeiten ausgeführt. Für die eingeführte ADB-Balken einfach bereits steht. Die Zahl neben den... Die Zahl neben den Fertigkeiten geben den ADB-Verbrauch an. Also, wie viele ADB-Balkenabschnitte sie verbrauchen. Je mächtiger eine Fertigkeit ist, desto höher... desto höher ist ihr ADB-Verbrauch. Wähle nun Fertigkeiten... Ja... Und wir werden gleich mal Dion nehmen. Solange der ADB-Verbrauch berücksichtigt wird, können die Fertigkeiten ohne Beschränkung und in beliebiger Reihenfolge kombiniert werden. Es lohnt sich, verschiedene Kombinationen auszuprobieren, da die hervorgerufenen Effekte und die Höhe des Serienbonus sehr unterschiedlich sein können. Und Leute, jetzt entschuldige ich mich, dass es hier ein kleines bisschen ruckelt. Tut mir wirklich leid. こいつらサイコムだろ。エリート部隊じゃないのか。サイコムはパルスとの戦いが専門だからな。戦争なんて何百年もねえだろ。経験ゼロの連中が高い武器ぶん回してるだけさ。特務機関の人間より普通の軍人さんの方が地味な任務で鍛えてらっしゃる。俺たち留守の敵じゃねえわけ。図に乗るな。下っ端は脳なしでも。 Ach, die werden sich niemals grün. Ernsthaft. Ich muss mich gerade ein bisschen orientieren. Ich habe nicht so eine gute Orientierung. Ist hier irgendwas? Oh, täuschen mich gerade nur meine Ohren. Nein, es täuscht mich nur meine Ohren. Ja, Stu und Lightning, die werden sich niemals grün und, ja, ihr steht hier super, ne? Bande, die ist mir auch so eine. Die hat Nerven, also bei der muss ich mal jedes Mal wirklich so ein bisschen das Lachen verkneifen. Ja, kommt mal her, meine Lieben. Also bei Vanille muss ich mal ab und zu wirklich ein bisschen das Lachen verkneifen. Oh, ich krieg den Erstschlag. Wie schön ist das? Oh, fucking shit. Warum müssen das so viele Gegner gerade sein? Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Mach die mal bitte alle platt. Danke.
Bei so vielen Gegnern auf einmal kriege ich doch eine leichte Panik. Auch wenn das jede Menge Punkte einbringt. Was ich auch noch sagen wollte, im letzten Part hat ja Hope Snow und Sarah beschuldigt und ja, das fand ich ein kleines bisschen doof von Hope und ja, ich fand es aber auch doof, dass Snow ihn dann geschubst hat. Das musste echt nicht sein, aber dafür hat er sich ja entschuldigt. Oh, Leute, ich kann es nur noch einmal sagen. Es sieht alles so geil aus. Und ich bin normalerweise keine, die so auf Grafik abfährt. Wack. Kommt mal her, ihr komischen Springer. Ihr seht... Was? Ach, das... Karpf? Na super. So wie die rumspringen, kommen die mir eher vor wie Frösche. Oh, okay, jetzt, wo man genauer hinzieht, kann man sagen, kam. Oh, Leute, und ich entschuldige mich ja wirklich für die Frame-Einbrüche. Die Frame-Einbrüche sind aber wirklich nur während des Kampfes. Ach, ja. Und ich denke mal, was vielen auch schon aufgefallen ist, Sass scheint mehr zu wissen, als er im Moment zugeben will. Ja, man erfährt aber noch alles nach und nach. Klappt mir mal. Ja, meine Orientierungsschwäche schlägt zu. Davon ist ein Speicherpunkt. Da will ich aber gerade nicht hin. Wie gesagt, wir versuchen jetzt hier wirklich fast jeden Gegner einfach mal mitzunehmen. Grund ist, dass wir dann erstmal die Kristallpunkte bekommen und hier auch einige Items rumfliegen. Und wir sollten doch bei Leibeskräften einfach mal ein bisschen versuchen, alles mitzunehmen. Ich sollte mal kurz wechseln. Ah, aber manchmal ist das auch ein bisschen ätzend, wenn Kämpfe sich so ein bisschen in die Länge ziehen. Aber sagen wir mal so, was es hier so in die Länge zieht, das ist diese Aufhörung von diesen ATB-Balken. Das ist so ein bisschen das Nervige an der Sache. Weil je länger die Abschnitte werden, desto länger braucht es eben, bis die aufgeladen sind. Und ja, das ist so wirklich das Einzige, was es in der Länge zieht. Hätte man dieses Echtzeitkampfsystem, wo man wirklich von selber irgendwie kämpfen kann, wäre das wahrscheinlich doch ein bisschen anders. So, das sammeln wir ein. Ich sollte mal kurz in der Ausrüstung gucken. Ausrüstung? Ja. Oh Gott. Entschuldigung, ich bin ein bisschen verpeilt. Nehmt mir das nicht übel. Da wir oft mit Lightning erstmal so kämpfen werden, ist das nicht schlecht, wenn wir eben diese netten Gegenstände haben. Jetzt weiß ich gar nicht, ob jeder ausgerüstet ist. Nein, natürlich nicht. Okay. Heiltrankeffekt mal 2. Nee. Kriegst du das? Ja. Kann man so stehen lassen. So, da lang geht es. Ach Gott, ich und meine Orientierung. Entschuldigt. So. Ja, wir speichern mal.
Und ich wollte mal sagen, oh, Entschuldigung. Es ist zwar jetzt ein etwas kürzerer Part, aber ich werde hier erst einmal Feierabend machen. Hier sind wir mittlerweile schon in Kapitel 3. Oh. Ja, wir werden jetzt hier erstmal wieder einen Schnitt setzen und wir werden dann im nächsten Part weitersehen, wie es weitergeht. Und ich entschuldige mich nochmal während der Kämpfe, wenn da Frame-Einbrüche sind. Sonst läuft wirklich alles flüssig. Also, es sollte normalerweise keine weiteren Probleme geben und ja. Ist eben jetzt eine etwas kürzere Folge, aber das sollte nicht so schlimm sein, wenn mal etwas unter 20 Minuten sein sollte. Wie gesagt, wir sehen uns jetzt das nächste Mal und dann werden wir mal gucken, was noch so an Drama auf uns zukommen wird. Ich persönlich weiß es ja schon, aber ich will nichts spoilern und nichts vorwegnehmen. Also dann, bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuschauen und tschüss!